Ja, liebe Modellbaufreunde, ich hatte es in einem anderen Video schon mal gezeigt, diesen riesengroßen Karton, den ich von Michael bekommen habe. Und zwar hatte mir Michael dann einige Bausätze geschickt, die ich dann vorstellen kann. Danke erstmal. Und wir fangen mit dem größten an, dem größten Karton, den wir hier haben. Und dementsprechend auch ein toller Bausatz. Und zwar dieser hier. Der 9A52-2 Smerch. Also unter BM30 kann man ihn auch finden. Und wie gesagt, ein Riesenkarton, ne? Vollgepackt mit Teilen. Hier haben wir dann schon mal zwei Bemalvarianten. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch nochmal eine Inflektan. Wie gesagt, dieser Karton ist rappelvoll bis unter Kartondeckel voll. Das Ganze packe ich jetzt einfach mal schnell aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, liebe Freunde, das war eine Auspackorgie. Über 30 Gussäste. Ja, die müssen erstmal ausgepackt werden. Ab und zu kann es noch ein bisschen raschen, weil einige Gussäste ja in einer extra Verpackung noch sind, weil da mehrere zusammen sind und dadurch, dass ich ja wieder die Gussäste in ihrer Originalverpackung wieder machen möchte, damit halt eben so wenig wie möglich kaputt geht, wenn das Paket zu Michael wieder zurückgeht. Gut, fangen wir an mit unserer Bauanleitung, die wirklich mega dick ist, umfasst 48 Seiten. Wahnsinn. Also allein schon bei dieser Teileanzahl wird dieses Video ein kleines bisschen länger dauern. Deswegen gehe ich im Schnellverfahren durch diese Bauanleitung durch. Hier haben wir eine Geschichte der Raketenartillerie, der anfangs der Sowjetunion und dann oder Russland, Sowjetunion und dann wieder Russland. Ja, Englisch, Chinesisch, Russisch. Dann fangen wir mit dem Rahmen an. Hier haben wir übrigens dann die Varianten, wie wir sie lackieren können. 6 Stück an der Zahl. Ja, dann fangen wir mit dem Rahmen an. Ja, Fahrwerk wird zusammengebaut, also Getriebe etc. pp. Für die Allradlenkung. Er ist ja 8x8. Ja, und dann wird der Motor zusammengebaut. Finde ich schön, dass hier ein Motor zu sehen ist. Muss man dann mal schauen, wie sich das Ganze dann nachher verhält. Ob es dann so ist oder nicht. Weil es sieht mir so aus, als wenn... Ja, Moment. Transmission, okay, das ist also... Sieht mir fast aus wie ein Stromgenerator. Wer darüber mehr Bescheid weiß, kann mir das gerne sagen. Weil nämlich eine Verbindung hierher kommt oder es ist halt eben ein ganz großes Getriebe, was dann zum nächsten Getriebe hingeht. Powertrain. Ja, also ich denke mal, das hat irgendwas Elektrisches. Aber hier steht Transmission, das ist Getriebe. Naja, okay. Wer weiß, wie sich dieser Antrieb zusammensetzt, der kann mir das gerne mal schreiben in die Kommentare. Ja, dann geht's los mit Zusammenbau der Achsen. Werden dann auf den Rahmen gebaut. Kleinteile werden hinzugefügt. Unterfahrschutz wird, also hier ist so wie so eine Art Unterfahrschutz, dass dann auch nichts passiert, wenn er mal im schweren Gelände unterwegs ist. Diverse Kleinteile kommen ran, Stoßdämpfer kommen ran, Kardanwellen und noch mehr Kleinkram. Hier die Lenkung, Auspuffanlage, diverse Kleinteile, Sprittank, noch kleine Staukisten kommen hier mit dazu. Ja, Schmutzfänger kommen. Kleinteile, Stoßstange für vorne und für hinten. Haben wir dann hier. Ne, gut, das ist, doch, das ist die Stoßstange für vorne. Weil mich hatte nämlich gerade hier dieses Fangmaul irritiert, aber er hat dann vorne auch eins. Jo, dann geht's los mit der drehbaren Raketeneinheit, die dann hier aufgesetzt wird. Das ist dann quasi dann der Oberbau mit der drehbaren Einrichtung, auch mit der Hebeeinrichtung hier. Dann wird die Abstützung zusammengebaut, wahlweise oben oder unten. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Ja, dann noch mehr Staukisten mit ganz vielen Griffen dran. Abstützung wird ausgefahren. Haben wir auch die Möglichkeit, das eingefahren. Ja, genau. Also entweder ausgefahren oder nach oben eingefahren. So könnt ihr das darstellen. Ja, die Räder werden angebaut, nebst Felgen. Ja, Schmutzfänger
und Kleinteile werden dann auch aufgebaut, Leiter. Dann geht es dann los, hier Elektrik, ne, Batterien. Dann kommen wir dann zur Kabine. Hier haben wir die Innenansicht mit sämtlichen kleinen Decals, Sitze, Fahrersitz und so weiter. Wird dann auch zusammengebaut. Dann wird das aufgesetzt. Vorne kommt ein großer Kühler ran. Dann geht es nach hinten zum Kontrollraum, zum Abschluss der Raketen. Der wird dann da auch aufgesetzt. Dann geht es mit Luftfilter, Werkzeugkisten weiter. Und dann wird das hier vorne aufgesetzt. Dann muss man mal schauen, ob man das eventuell im geöffneten Zustand vielleicht dann darstellen kann, weil wäre natürlich schade, wenn man so einen Motor dann darstellt und man sieht ihn dann am Ende nicht. Oder man entscheidet sich für die Variante Motor nicht rein und dann eben nur das obendrauf. Müsst ihr dann wissen. So, dann kommt noch eine Leiter wieder mit ran. Und dann geht's zur Raketeneinrichtung. So, erstmal werden 12 Startbehälter zusammengeklebt. Dann habt ihr dann hier noch die Raketenköpfe, die ihr dann mit einsetzt. Und dann habt ihr dann die Möglichkeit, entweder so einen Verschluss vorne ranzusetzen oder halt eben wie auf dem Boxart, dass man dann halt eben die Raketenköpfe hier vorne sehen kann. Ja, dann wird das Gestell zusammengebaut. Hier hinten kommen dann die Endteile ran von den Raketenstartern. Dann werden die 12 Raketenrohre zusammengebaut und aufgesetzt. Dann kommen diverse Kleinteile ran. Und dann wird diese ganze Einrichtung auf die Starteinheit gesetzt. Ja, und dann kommt noch hier eine Bedienplattform mit Bedienteil, wie wir es ja im Video gesehen haben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit vorne dann ein paar Schutzmatten anzubauen für den Winter, damit es halt eben nicht zu viel extrem kalte Luft dann in den Kühler reingerät. Das könnt ihr dann wahlweise ranmachen oder nicht. Ja, Abschleppkabel kommt ran und hier sehen wir eine Übersicht über die ganzen Teile, nebst auch Decals und PE-Teile. So, hier haben wir einmal zum Victory Day in Russland 2009 die Tarnfarbe, dann war der hier auf einer Ausstellung in Moskau in der Farbe. Dann haben wir hier eine Raketenbrigade aus Belarus in Wintertarnfarbe und dann noch eine in normalem russischen Grün. Dann haben wir nochmal russisches Grün und dann haben wir noch eine Variante der kuwaitischen Armee, also das ist hier Nordkaukasus-Armee und das ist russische Armee. Gut, Kaukasus und eine Raketenartillerie-Variante der kuwaitischen Armee. So, Farbübersicht, da wird mit Vallejo zusammengearbeitet und da muss man halt eben schauen, wer andere Farben nutzt, dass man dann so eine Tabelle hat, wo man dann die Farben, so ein Conversion Chart, wo man dann sehen kann, welche Farben man anstatt Vallejo benutzen kann. So, jetzt schneide ich mal das kleine Tütchen hier mal auf und da sind die PE-Teile drin. Komm her hier. Ohne Rascheln geht es bei einem Unboxing nicht, was für einen anderen Leuten ist. So, wir fangen erstmal an. Das ist auch nochmal in der Tüte mit den Decals und wir haben hier noch drinnen, finde ich immer sehr schön, lasse ich gleich mal drin, aber man sieht es ja trotzdem, und zwar Spiegelfolie für die Rückspiegel. Finde ich total cool, also müssen wir das nicht mit irgendwelchen groben Farben anmalen. Das ist bei Menck immer ganz toll, haben sie auch bei einigen deutschen Panzern, dass da halt eben so eine Spiegelfolie ist. Voll cool, finde ich gut. So, dann haben wir hier unseren Dekelbogen, wo wir dann schön randscharf gedruckte Decals haben, auch bei den Zahlen. Ja, und dann haben wir halt eben hier Nummernschilder, Warntafeln und auch dann die ganzen Anzeigen für innen drin von den
vom Fahrersitz. Die ganzen Armaturen. So, die PE-Platine lasse ich drin. Schön sauber alles gemacht, auch relativ dick. Das gefällt mir. Und PE Nummer 2 haben wir hier. Schön, dass es mit dabei ist. Das freut mich. Es ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen PE und nicht PE. Viele Hersteller haben PE-Teile, viele haben sie leider nicht. Und wir können froh sein, dass sie da sind. So, kommen wir zu unserer Tüte. Das ist ein Zipperbeutel mit den Rädern. Macht sich natürlich mit der Kamera jetzt total geil. Die sind total voll Metallkum. Ich lasse sie jetzt mal hier drin. Ein Rad habe ich rausgenommen. Muss das erstmal ein bisschen von Talkum befreien. Es gibt auf dem Aftermarkt mit Sicherheit dann auch noch andere Räder, die dann aus Resin geformt sind. Sie haben ein schönes Profil, haben minimal hier die Trennnaht von der Form. Ist nicht weiter schlimm. Ja, ansonsten haben sie hier höchstens noch eine Nummer und das war's. Ansonsten ist auf den Reifen gar nichts. Aber sie sind schön flexibel. Und ja, wenn man es jetzt in die Felge steckt, könnte man dann auch ein bisschen die im belasteten Zustand darstellen. Alles kein Problem. Dann haben wir hier eine Tüte mit ganz, ganz kleinen Kleinteilen. Das, denke ich mal, gehört zur Radaufhängung. Deswegen lasse ich sie da drin. Weil, wenn ich die jetzt aufmache, fliegen die nachher im ganzen Karton hin und her. Und das ist auch blöd. Gut, Raketenstartbehälter. Haben wir einmal diese Tüte hier. Und das sind dann die Mittelsektionen. Und die sind auch schön gegossen, gespritzt. Und haben dann hier auch noch so ein erhabenes Detail, weil halt eben dieses Rohr wahrscheinlich dann kein direktes Rohr, sondern halt eben aus Flachstahl dann zurechtgedreht wurde und dann hier verschweißt wurde. So kann ich mir es nur vorstellen, weil sonst hätte es diese Form nicht. Gut, davon haben wir ganz, ganz viele und die kommen zurück in die Tüte. Von den restlichen Raketenteilen haben wir hier 2 Tüten. Eine davon habe ich auch gemacht, das reicht auch, denn das ist eigentlich alles gleich. Und hier sehen wir dann auch diese schöne gedrehte Form. Und denke ich mal, ich kann mir das nur so vorstellen, dass das hier eine Schweißnaht ist. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, warum da sowas ist. Also so kann ich mir das nur vorstellen. So. Hier muss ich nachher noch mit Klebeband zukleben, weil sonst fliegt das auch alles hin und her. So, dann haben wir hier unseren Startrahmen mit ein paar Pullycaps. Pullycaps brauche ich euch nicht zu sagen. Dann haben wir hier ein sehr grob gewebtes Seil, was dann das Abschleppseil darstellen soll. Da würde ich dann auch zu Draht empfehlen, der dann gedrillt worden ist. Ja, auch schön hier diese Oberflächenstruktur. Finde ich richtig nice. Schaut euch das mal an. Ist in Ordnung. Keine Auswurfmarken. Die sind dann hier drin. Und wir können sehen, der Bausatz ist von 2015. Gut. Ja. Also, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Außer, dass das schön ist. So, kommen wir auch zu Teilen, die jetzt mehrfach in der Tüte sind. Dann haben wir hier zum Beispiel diese hier. Da sehe ich Luftkessel drauf, Motorenteile, zum Beispiel hier oben die Zylinderbank sehe ich hier. Ja, Luftkessel, Scheibenwischer. Und dadurch, dass es ja so viele Teile sind, gehen wir da auch nur ein bisschen mehr ins Detail, dass das Video ja hier keine extrem langen Ausmaße hat nachher. Auch schön sind diese filigranen Teile hier. Mega schön. Und hier ist halt eben der Zylinderkopf. Echt cool. Sieht super aus. Wenn ich jetzt zu irgendwelchen Gussästen nicht viel sage, liegt es daran, weil ich die einfach toll finde. Und der ist auch dreimal da. Und hier haben wir dann die Türen vom Fahrzeug. Einmal Außenseite und einmal Innenseite. Finde ich auch gut, dass man die halt dann eben auch so darstellen kann, dass sie geöffnet sind.
ist eine tolle Sache. Ja, die Türen, die klebt man dann einfach zusammen, Fenster rein und dann ist auch toll. Dann haben wir einen etwas größeren Gussast, der auch zweimal da ist. Und hier haben wir dann Staukisten, Tanks, das sieht mir aus, ja, wieder Sprittank. Und diverse andere Kleinteile, aber auch alles mega toll, super sauber gespritzt. Hier haben wir noch einen Scheibenwischer. Auch hier mit den Löchern hier der eine Staukorb hier. Ja, und hier haben wir dann halt eben die anderen Werkzeugkisten, wo dann Zubehör reinkommt. Und hier der Kraftstofftank. Den haben wir viermal da, den Gussast. Das sind dann unschwer zu erkennen Teile vom Fahrwerk und die Felgen. Ne, die Felgen werden dann auch zusammengeklebt und dann werden die Räder aufgezogen. Und die sehen echt klasse aus. Auch eben mit den Radbolzen. Wenn man da halt eben mal einen Reifen wechseln muss, dann hat dann die Besatzung richtig viel Spaß, weil da ganz, ganz viele Radbolzen sind, die sie dann wechseln müssen. Auch hier echt mega fein. Die Teile hier, die Türgriffe. Echt super. Diese Kiste nachher wieder einzuräumen, das wird auch ein Spaß. So, der Bausatz, also der Gussast ist auch viermal da. Wie unschwer zu erkennen, haben wir hier die Raketenköpfe. Und die sehen auch klasse aus. Haben wir auch in der Anleitung schon gesehen, dass man hier die Spitze dann mehrfach in verschiedenen Farben lackieren kann. Wie viel man davon noch am Ende sieht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, genug. Ja, wie gesagt, keine störenden Auswurfmarken da. Alles sehr filigran und sehr ordentlich gespritzt. So, dann kommen wir mal zu unseren Klarsichtteilen. Die Klarsichtteile sind in einer Tüte drin und sind auch nochmal mit einer Schutzfolie versiegelt, wo man die auch ganz, ganz klasse rausbekommt, weil die hier wahrscheinlich in so einem Vakuumteil drin waren. Auf jeden Fall ist das total interessant, das hier rauszukriegen. Für mich wird es nachher noch interessanter werden, das da alles wieder reinzukriegen, aber es klebt eigentlich. Das ist eine Klebefolie. Und wie nicht anders gewohnt von Menck sehen, ich mache das mal weg hier, das spiegelt zu sehr, sind diese Klarsichtteile auch so, wie sie sein sollen, klar, glasklar. Und man kann wunderbar durch sämtliche Fenster durchgucken. Da gibt es auch überhaupt nichts zu bemängeln. So, das wieder da rein. Bei Klarsichtteilen ist es immer, immer ganz wichtig, dass da auch alles wieder ordentlich verpackt wird. Glaubt mir, Leute, nichts ist schlimmer, als wenn ihr ein Klarsichtteil habt, was zerkratzt ist. Diesen Kratzer nachher wieder rauszubekommen, ist mega schwer. Ja, hier haben wir mal die Rückseite von einem Gussast. Da sehen wir dann halt eben Auswurfmarken, was aber nicht schlimm ist, weil wir sehen nachher nur das. Und das ist auch alles schön. Hier ist vorne das Lüftergitter zum Beispiel, was ich erkennen kann, die Stoßstange. Und diverse Anbauteile. Hier ist ein Luftfilter. Alles super toll gemacht. Sehr filigran. Und auch in einer super Qualität. Hier haben wir die Seilkauschen. In einer super Qualität dann auch gespritzt. Echt super. Das gefällt mir echt gut. Ja, da hat man auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun, diesen Bausatz dann schön zusammenzubauen. Und das ist auch kein Bausatz, der dann mal eben so am Wochenende mal durchgezimmert wird. Nein, da sollte man sich Zeit lassen. Ja, hier denke ich mal Abgasanlage und alles andere wüsste ich jetzt nicht, was irgendwo ist. Aber nachher, die Bauanleitung verrät es dann dem Modellbauer, wo das hingehört. Hier haben wir noch ein paar größere Teile und hier finde ich auch diese
Riffelung schön hier. Die sieht auch gut aus. Und wieder diverse Kleinteile. Ja, liebe Freunde, dadurch, dass es halt eben so viel Zeugs hier ist, wir hat über 30 Gussäste, geht das halt eben ein bisschen schneller. Hier haben wir dann Motorteile und Getriebeteile und ein paar kleine Anbauteile, die auch alle eine echt super tolle Qualität haben. Sieht also sehr gut aus. Hier haben wir dann nochmal eine Kardanwelle. Ja, hier das sieht aus wie eine Hupe, das ist auch bestimmt die Hupe. Ja, und dann haben wir hier ein Getriebeteil. Da ist es. Ja. Gibt nichts zu bemängeln an diesem Gussast und auch an den anderen Gussästen. Ich habe sie mir beim Auspacken ja schon mal genau angeschaut. Und das sieht echt klasse aus. Ja, und hier haben wir dann schon mal einen Teil, hier haben wir dann die Fahrerkabine, weil er hat den nur auf der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite den Fahrerplatz und hinten nochmal einen Platz. Und alles andere ist dann hinten in der Kommandozentrale. Ja, das ist halt eben die eine Seite. Hier ist die andere Seite. Ein paar Druckflaschen haben wir hier. Und dann auch die ganzen Anzeigen, die wir dann nachher mit den ganzen Decals versehen. Und auch so die Qualität. Ne, Slide and Mold Technik. Hier vorne sehen wir dann eben die Schrauben und so weiter. Auch hier an der Seite. Ja, Bedienelemente. Und ganz, ganz viele Kleinteile. Hier haben wir dann zwei Feuerlöscher. Auch super dargestellt. Zwei Druckflaschen. Und hier die andere Seite von der Fahrerkabine. Also auch klasse. Das Modell wird nachher auch richtig schön groß werden. Also plant mal ein bisschen Platz ein. Ja, hier sehe ich dann zum Beispiel schon die Dreheinrichtung für die Start für den Werfer dann. Ja, und auch hier ganz feine Löcherchen drin, die auf der anderen Seite dann so aussehen. Echt klasse. Super, sehr, sehr filigran gemacht. Und das ist halt eben Formenbau und Spritzguss im allerhöchsten Format. Selbst hier die Leiter, so noch mal ein bisschen näher rangehen. Selbst die Leiter hat hier auf den Trittflächen auch nochmal eine Riffelung, damit dann halt eben die Rutschgefahr minimiert wird, wenn man darauf geht. Echt mega cool. Ja, und auch die Kleinteile machen wie die ganze Zeit beim Gussast einen sehr schönen Eindruck. Ja, dann haben wir dann hier hinten die Kommandoeinrichtung. Die sehe ich hier auch sehr schön. Innen und außen die Wände, ne, die muss man dann auch zusammenkleben, damit man dann auch die Kommandozentrale auch dann im offenen Zustand mal darstellen kann. Finde ich auch sehr schön, dass man dann diese Variante auch zur Verfügung hat. Also echt klasse. Ja, wer so einen großen Bausatz sich besorgt, der kann auch damit rechnen, dass dann halt eben viele Teile so sind, dass man dann das Fahrzeug auch darstellt mit geöffneten Luken etc. pp. Ja, Motorenteile haben wir hier, Lüftereinheit, Kardanwellen, Leitungen etc. pp. Na, hier haben wir die Lüftereinheit mitsamt Kühlergrill. Ja, und wie gesagt, auch schön fein detaillierte Kleinteile, die echt was hermachen. Also das ist echt on top, wie ich das von Menck und von den anderen Firmen, die sich über die Jahre jetzt etabliert haben, kenne. So, der Haufen wird immer kleiner, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja. Lenkrad sehe ich, das fällt ja auf. Alles andere sind Teile von den Sitzen. Ja, da sagen wir mal nicht wirklich viel zu und konzentrieren uns einfach auf die Teile, die wir hier haben und schauen uns einfach diese schönen Teile mal an. Ja, auch wenn es
ein bisschen langwierig ist, aber ihr wollt ja natürlich Details sehen. Und das ist auch gut so, denn wenn man so viele Details hier hat, dann kann man die auch gerne zeigen. So, hier haben wir dann auch das Startgestell für die Startrohre, damit dann nachher alles schön zusammengebaut wird und dann auf die Hebeeinrichtung dann gebaut wird. Ja, auch hier überall diese, das Nut-System, dass man halt eben dann die Teile schön in die richtige Richtung stecken kann, dass nachher auch alles wunderbar zusammenpasst. Da haben die Designer echt auch mitgedacht. Ich denke mal, das wird nachher sowieso eine Frickelei werden, das Ganze zusammenzubauen. Und vor allem wird es interessant werden, das Ganze dann nachher zu lackieren. Ich denke mal, da müsste man vielleicht ein paar Startrohre erstmal verkleben und dann vorlackieren und dann die nächsten wieder lackieren. Denke ich mal, das wird interessant werden. So. Hier haben wir Schmutzfänger und so weiter. Noch ein paar Stangen. Hier haben wir nochmal ein Abgasrohr. Einen Drehkranz haben wir hier. Ja, also auch wieder viele kleine Teile, wo der Erik nicht weiß, wo sie genau hingehören. Aber der liebe Michael wird es dann wissen, wenn er dann anfängt, dieses Projekt zu bauen. Und dann wird er uns das natürlich dann auf der Panzermodellbauseite und auf vielen anderen Seiten dann präsentieren über die Fortschritte und nachher über das Ende vom Ganzen. So, letzter Gussast aus Plastik, das ist der hier. Und da sehen wir schon mal die Größe allein vom Rahmen. Der misst, naja, fast 30 cm und das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also dann haben wir nachher mit Überhang und so und nach vorne haben wir dann nachher locker mal ein Modell, was 40 cm lang ist. Ja, und da haben wir auch dann Teile vom Motor noch mit bei und diverse andere Kleinteile. Und hier mal ins Detail, was denn die Rahmenkonstruktion angeht, vom Hauptrahmen, wo wir dann alles andere dann Stück für Stück anbauen können. Sehr schön gemacht. Ja, und dann halt eben noch Kleinteile. Kleinteile, Kleinteile, Kleinteile. Also ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie viele Kleinteile es nachher insgesamt sind. Aber es ist schon eine ganze Menge. Gut, ich habe ja gesagt, das war der letzte Plastiksatz. Jetzt haben wir noch einen Satz, der flexibel ist. So ein bisschen aus Gummi. Hier haben wir auf jeden Fall die Abdeckung für den Motor vorne, wegen der Kühlung und so weiter. Haben wir hier auch noch diese Lappen, die hier rangehören. Wir haben hier flexible Schlauchleitungen, die dann dafür dann da sind, dass dann halt eben die Leitung nachher beim Hoch- und Runterfahren des Startrahmens ja nicht brechen oder sonst was. Und wir haben hier die Abdeckung für die 12 Raketen, wo ihr dann wahlweise die anbauen könnt oder nicht. Bei so einem Gummi ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze ohne Fischhaut rauszuholen. Ab und zu sieht man ein kleines bisschen Fischhaut, aber schaut euch mal hier dieses Planenmuster an. Das finde ich echt super. Auch hier bei diesen Lappen, die dann noch rankommen. Ja, hier bei der einen Leitung ist ein bisschen Fischhaut dazwischen. Das ist aber halt eben, ne, schaut euch mal hier, das ist ein Schaschlikspieß. Ne, schaut euch mal an, wie fein filigran das Ganze eigentlich gespritzt wurde. Und dafür ist das eine echt coole Qualität. Also muss ich sagen, Hut ab, echt klasse. So, liebe Freunde, rein theoretisch war es das, was den Hauptbausatz angeht. Es gibt aber auch noch, hat Michael mit dazugelegt, einen PE-Satz für den Smerch und da schauen wir auch noch mal ganz, ganz kurz rein. Wir haben hier auch eine dicke, fette Anleitung, ne, die ich jetzt aber nicht auseinanderklabüster. Auf jeden Fall sieht man hier noch für die Leitern etc. pp. Einiges dran. Wir haben hier dann das, ich mache das mal so, weil das ja auch alles miteinander verklebt ist hier. Markant fällt schon mal auf, das Seil für die, also alles einzeln eingepackt hier, das hole ich jetzt hier nicht an, das muss ich ja rausholen.
Wir haben hier auf jeden Fall schöne filigrane Teile noch. Voyager, ne? Und das ist, bei Voyager ist es so, dass die PE-Teile sehr, sehr dünn sind. Also ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Und wir haben hier einen ganzen, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, einen ganzen Sack voll mit Teilen, die ich jetzt aber nicht raushole, weil das wird nachher echt heavy. Wir gucken uns einfach mal die Bauanleitung an und dann werden wir uns mal einen Überblick verschaffen. Wir haben hier hinten, haben wir auch nochmal auf der Verpackung, haben wir mal eine Übersicht dieser ganzen Teile und schaut euch das mal an. Das sind wirklich, ne, 6 große Platinen, 3 kleine Platinen, Draht und so weiter und ein Antennenfuß ist mit dabei. Also wer auf PE steht, der kann da gerne loslegen. Ja, wie gesagt, PE-Teile, wie wir sie sonst auch vom Panzer her kennen, gibt es einige PE-Teile für innen. Auch dann hier nochmal Halterungen, die ein bisschen besser ausgelegt sind. Dann nochmal extra Anti-Rutschteile für die ganzen begehbaren Sachen. Nochmal extra Teile für den Kühlergrill, für die Sitze und für innen drin, für die für die Druckflaschen, auch vorne für die Stoßstange. Extra nochmal bessere Scheibenwischer, ja, Toolboxen und noch mehr Scheibenwischer. Andere Verschlüsse für die Staukisten, Tankdeckel ist hier, auch für die Abstützung haben wir wieder was. Also das ist auch mega, mega viel, was hier mit bei ist. Auch hier kleine Tritte nochmal für den Aufstieg von anderen Staukisten. Ja, und dann halt eben auch nochmal für die Raketen Starter haben wir hier einiges mit dabei. Echt heftig, was hier noch mit drin ist. Ja, also das ist aber eben nur das, was man dazu kaufen kann. Ansonsten ist das auch ein schönes Modell, was aus der Box herausgebaut werden kann. Bei einigen kleinen Sachen würde ich vielleicht etwas anders machen, wie zum Beispiel beim Abschleppseil. Ne, da würde ich dann ein gedrehtes Kabel nehmen und dann sieht das toll aus. Ja, das war mal ein etwas längeres Video, fast eine halbe Stunde, vom 9A52-2 Smerch, dem Long Range Rocket Launcher, also der Raketenwerfer für lange Distanzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben und ein Like da und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Und dann würde ich mich freuen, beim nächsten Video euch wiederzusehen als Zuschauer. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.